Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem wahrscheinlich letzten Part von Mario Maker. Wir sind bei Level 11 mit 11 Leben. Passt ja. Und wir haben direkt einen Japaner. Fuck. Nächstes Level. Und noch ein Japaner. Bei Mario Maker sind auf einmal alle Rassisten. Eieieiei. Ah, Checkpoint. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Checkpoint. Wunderbare Checkpoints. Oh Gott. Scrolling. Ich mag Scrolling doch nicht. Peace, bitch. Holy shit. Oh. Interessant. Okay, wenn ich es schaffe, habe ich jetzt zumindest schon mal 3 Leben. Oh shit. Wow, das ging irgendwie schnell. Das ging irgendwie sehr schnell. Erster. What the fuck? Ich bin der Erste, der diesen... Ich bin der Erste, der das Level geschafft hat, oder ich bin der mit dem Weltrekord? Keine Ahnung. Aber gut. Ich habe einen Rekord. Ich habe sogar auf Video. Yay! Fick dich. Nein! Nein! Na! Was? Die Fia La Galaxy. Uhu. Das war gemein. Holy. Okay. Oh. Na ihr. Muss ich einen Blindjump machen? Ah.
Bring the Peace Rules back. 2.1. Den Peace Witch. Der Peace Witch. Oh. Peace Witch. Mario steigt automatisch auf, wenn er einen Peace Witch hat. Ah. Das war... ja. I bring the Peace Witch back. Peace Witch. Riesiger Peace Witch. Und jetzt? Oh. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich auch einfach den Boss besiegen können. Das ist auch nett. Aber ich habe noch 11 Leben. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Level. Noch 4 Level mit 11 Leben. Max out Pete Training Near Pro. Oh. Nee, das machen wir nicht. Ghostly Adventure. Da war ein Schlüssel. Pilz. Oh shit. Mama. Okay. Ai. Ich hätte da rausgehen sollen, ne? Einfach rausgehen. Oder einfach keinen Pilz mitnehmen. Oder hier gibt es irgendwo ein... ja. Ich weiß, es sind überall Pflanzen drin, aber ich mach trotzdem mal überall auf. Oh, ein Pilz. Und noch ein Pilz. Naja, ich gehe da mal weiter. Und jetzt brauche ich ja auch nicht mehr. Weil ich habe hier ja einen Spike-Schlüssel gefunden. Wow, gerade jetzt, wo ich den letzten aufgesammelt habe. Thank you.
Ich gehe mal hier hin. Ach, dann komme ich da raus. Okay. Hier war kein weiteren Schlüssel. Ich hab's euch schon mal gesagt, sogar mehrmals. Einfach ein Level machen, wo man instant am Anfang stirbt und schon seid ihr bei den schweren Leveln. Four Ways. Einfach, nee. Da sag ich mir jetzt schon mal nein. Ach, komm schon. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nie im Leben. Oh, Yoshi! Oh. Yoshi. Jetzt kann mir keiner mehr was. Jetzt habe ich Yoshi dabei. Yoshi? Nein, Yoshi! Yoshi! Wie gesagt, der Part hier könnte der letzte sein. Ach, komm schon. Das ist doch eine Falle, oder? Sei doch. Ich wollte zwar nicht runter, aber allein die Tatsache, dass dann Pfeil nach unten zeigt, ist schon richtig scheiße von ihm. Nein. Better than quick. Werde ich bestimmt auch skippen. Sowieso. World Kasten 1. Das ist zwar nicht Bullshit-mäßig, zumindest noch nicht, aber trotzdem nicht. Space Frigate. Oder so. Okay. Klingt so, als wäre das hier ein Metroid-Level. Ich habe noch nie irgendeinen Metroid-Teil gespielt, übrigens. Das wollte ich vielleicht mal nachholen. Wo ich auch mal fragen könnte, wenn das überhaupt jemand sieht. Soll ich das auch mal let's playen?
oder streamen oder keine Ahnung. Da hätte ich nämlich tatsächlich mal Lust zu. Noch. Komm schon. Aber anscheinend hat Metroid fancy Musik. Goomba, könntest du da... Nein. Darf ich hier runter? Checkpoint mit Leben. Da freue ich mich doch drüber. Psst. Geh mal weg. Anscheinend muss ich da links rein. Ja. Oh shit. Was? Warum muss man denn hier sein Stuff verlieren? Ist auch ein interessanter Boss. Haha, Hampf. Am besten wäre da aber auch noch, wenn ich Samus noch hätte. Ich weiß nicht, mache ich das nochmal? Ich würde halt 3 Leben bekommen und ich habe erst 1 verloren. Wie kam ich gerade darauf, dass das ein Pilz zum Einsammeln ist? Auf ihn! Meine Koopa Lakaien! Macht ihn fertig!
Verdammt! Interessant, ich kann hier einfach am Eck stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das so ausreizen sollte, wie ich es tue. Nein! Okay, ich skipp's einfach, komm. Ich hätte es wahrscheinlich auch geschafft irgendwann, aber nee. Escape the Room mit 3 Leben. Ach man. Ich dachte gerade, da fällt ein Gegner von der Decke. What the fuck? Warum hat sich da jetzt immer ein P-Switch irgendwo aktiviert? Oh nee. Oh je, oh je, oh je, was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Death. Theoretisch könnte man es ja die ganze Zeit schaffen, wenn man stirbt, nur den skippen. Drückt. Wogegen sie natürlich vorgesorgt haben. Ja. Dann würde ich mal sagen, das war's für Super Mario Maker. Ich kümmere mich jetzt um andere Projekte. Ich habe da sogar ein, zwei, die ich jetzt machen möchte. Eins, das mir gesagt wurde, ja, mach mal. Und eins, was ihr in der Umfrage noch als zweithöchstes abgestimmt habt. Darum freut euch drauf und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen.